was in dieser Folge geschehen wird. Halten Sie den Wagen an oder werfen das Feuer auf Ihre Reifen. Alpha 01, Code 1. Erstmal in die City. Ich markiere. Ja, City finde ich, Digga. Ja, ich habe Würfelpack markiert. Ab geht's, auf geht's, 3 Tage wach. Ich schon kommen, Alter. Wilde Schießereien und keine Ahnung was. Ein Tag Bulle direkt rausgeflogen. Oh, ich war nicht angeschlagen. Digga. Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Wir müssen aber die Sache behutsam angehen, Digga. Am ersten Tag direkt. Ja, klar. Natürlich das. Fahr weiter, Alter. Will direkt den ersten anhalten sofort. Ja, Digga, er fährt einfach. Denn er fährt auf seiner Spur. Was willst du da machen? Das war doch nicht seine Spur. Natürlich war das seine Spur, du Blindfisch. Am MD ist immer gut, weil nur wir die Waffe ziehen können. Ah ja. Trunkenheit am Steuer oder was? Der will auch unbedingt angehalten werden, ne? Ja, ja. Wir wollen Eskalation. Es escalate. Wir wissen auch nicht, wohin mit sich selbst. Weißt du, was ich meine? Jeder hat Langeweile. Ja, entweder noch ein bisschen Stadt rumcruisen oder. Keine Ahnung, mal zum Life Invader oder so. Ja, wir können noch mal zum Abschlepper. Vielleicht kommt uns noch ein Yuga in die Tash. Wir ziehen sie alle aus im Verkehr, Baby. Heute haben wir übrigens einen Fang gemacht. Mit einer LKW-Ladung voll bis oben. Oh, wir können hier durchrauschen. Mit Weed-Knospen. Einfach so einen Transporter voll mit Weed hochgenommen. Also hier ist immer ein bisschen was los. Auch wegen dem Nachtclub. Ja, fühl ich. Scheint aber alles ruhig zu sein. Ach, geil! Ja. Bombe! Steck mal aus, Bruder. Ja, ja. Lang hat er gehalten, unser Hype. Wir machen gleich da weiter, wo wir aufhören. Arm oder Zickzack, Alter. Was geht denn hier ab? Dann fahren wir ein Stück. Mal gucken, wie wir schießen. Wir schießen sich gegenseitig ab, Digga. Ja, da haben wir. Das dürfen wir, sollen sie machen. Wenn ich dann am Aleikum sage, wissen die sofort, wer ich bin, Bruder? Ja, beruhig dich, Digga, mach diesen. Du weißt. Soll ich mal machen? Der Reiz ist da, Digga. Assalamu alaikum. Ja, wenn die sich gegenseitig abknallen, dann dürfen wir uns da nicht einmischen. Der Heroin-Route. Hero? Hero Yamero. Ja, Hero Yamero. Oh, Digga, der hat nur ein Licht, Digga, das ist eine Straftat, ne? Ach, Quatsch, Mann. Guck doch im Katalog. Echt, mit einem Licht fahren ist eine Straftat? Ja, also nicht Straftat in dem Sinne, aber Straßenverkehrsordnung. STVO, reingeschissen, sagst du. Ja, ja, guck. Das ist Bußgeld, Mann. Bußgeldkatalog, meinst du? Scheiß drauf, die sind eh weg. Wegen dem kaputten Licht die Leute rausziehen, Digga. Die sagen auch, Alter, seid ihr behindert? Richtige Wichser, Digga. Aha, aha. Haben die gerade auf uns geschossen, Alter? Dreh mal um, bitte. Gucken mal, ob die eine Waffe haben. Mach mal deine Ansage. Stehen bleiben, LSPD. Einmal rechts ranfahren, Motor aus. Aussteigen bitte. Hände nach oben. An die Beifahrerseite. Einmal Hände nach oben. Ja, ich gebe ihm meine Waffe, Momentchen. Schönen guten Tag, der Herr. Ja, ist okay. Einmal umdrehen bitte. Ja, ich gebe ihm meine Waffe. Einmal umdrehen bitte. Ja, ist okay, okay. Wir können auch gerne mein Messer abnehmen, alles gut. Alles gut, alles gut. Wir gucken erstmal, was sie so bei sich haben, ja? Ich bin legitim. Ich habe einen Waffenschein. Und erlaubt Ihnen der Waffenschein auf uns zu schießen? Ich habe auf Sie nicht geschossen, ja. Auf wen haben Sie denn geschossen? Auf gar keinen. Ich wollte gucken, wie die Waffe schießt so. Weil ich bin neu hier, Mann. Haben Sie irgendetwas in der Hosentasche, woran ich mich verletzen könnte? Ja, mein Messer. Können Sie in der Zeit keinem abnehmen. Ja, in welcher Hosentasche haben Sie es? In der rechten. Ich werde sie jetzt einmal durchsuchen, ja? Ja, alles gut. So, wir haben hier eine Pistole und ein Messer. Haben sie einen Waffenschein? Ja. Warum haben sie auf uns geschossen? Ich habe nicht auf sie geschossen. Auf sie habe ich gar nicht geschossen, ja. Auf wen haben sie denn geschossen? Sie sehen doch hier links von mir diese
diese Lücke da. Und ich will gucken, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob die Schüsse dann abgeprallt sind und dann irgendwo gegengekommen sind. Gerade als wir an denen vorbeigefahren sind, haben sie sich gedacht, sie müssen das ausprobieren? Ja, an der Brücke. Ja, aber in dem Moment, wo wir an denen vorbeifahren, kommen die Schüsse. Ich schwöre es ihnen. War Zufall, sagen sie. Auf meine Makrele, ich habe nicht nach hinten geguckt und habe nicht geguckt, ob da irgendjemand ist. Ich hab sie haben versucht hier durch diese... Vom Auto aus, vom Auto aus. Mhm. So, ich guck mal den Waffenschein an. Ja, er hat einen Waffenschein. Ich meine, an sich haben wir keinen Einschlag bei uns festgestellt. Ja. Yeah. Dann sind doch ihre Scheibe schon lange kaputt gegangen oder so. Ja, passen Sie auf. Wir belassen das mal bei einer Verwarnung, ja? Aber wenn das nächste Mal hier irgendwelche Schüsse fallen, alles während klar, Officers vorbeifahren, dann kann gleich das böse enden für Sie, ja? Ich meine, es kann ja auch einfach nur sein, dass Sie nicht getroffen haben und dann erwidern wir das Feuer und das wäre ja ziemlich mies für Sie. Ich bin auch kooperativ. Das sind sie. Deswegen lasse ich sie jetzt frei und entlasse sie in den schönen Abend, ja? Give respect, get respect. Kennst du das? Yeah. So sieht's aus. Wir haben dir Respekt gegeben, wir wollen Respekt zurückhaben. Alles klar, mein Bester. Kein Problem. Ja. Dann noch einen schönen Abend. Ich Ihnen auch. So, was kam über Funk? Jemand braucht eine Abholung beim PD. Ich markiere. So, dann noch mal die Karre. Schitart. Jetzt bin ich ja gespannt, wen wir mitnehmen sollen. Servus. Du warst das, Alter. Ja, ja. Wir waren gerade hier und denken so, da will uns so einer verarschen, Alter. Nee, nee. Provozieren wir es mal raus. Ja. Nach vorne. Hier. Alter. Was sieht das? Schönen guten Abend. Wollen Sie nicht reden mit mir? Hallo. Haben Sie schon mal was vom Mindestabstand gehört? Wie bitte? Mindestabstand. Wir fahren auf eine Kreuzung, sowas wie Mindestabstand, ne? Guten Tag. Wir fahren auf eine Kreuzung, sowas wie Mindestabstand. Nee. Ja, der Aufwärter ist nun mal schuld. Nee, nicht hier in Los Angeles. Die Polizei kann ja nicht Auto fahren. Ja, wenn die Polizei das sagt, dann ist das so. Wir vertreten das Gesetz und das Gesetz sagt das so. Haben Sie denn einen Führerschein fürs Motorrad? Ja. Na, natürlich. Darf ich den mal sehen? Natürlich. Hast du nicht gesehen, den Flip so, da noch? Und die Dame, was war Ihre Mission? Ja, ich lag auf dem Boden. Sie haben uns angefahren. Musste auch nicht sein. Ja, ja, wenn man auch immer plötzlich... Sie einen Mindestabstand angehalten, den man einhalten sollte als Motorrad. Deswegen muss man auch zurückfahren, ist klar. Lassen Sie den Rummer. Ja, aber die Motorradfahrer sind doch schwächer in, auf genau der Straße. Genau deswegen sollten Sie genau deswegen so zwei unschuldige Leute festhalten auf der Straße. Aber so die Autofahrer müssen immer mehr aufpassen, Mann. Ja, die Autofahrer müssen genauso aufpassen, aber die Motorradfahrer müssen vorsichtiger sein. Können alle Unbeteiligten sich vielleicht mal ein bisschen distanzieren, dankeschön. Richtig. Ja, Jungs, also ich hab seinen Führerschein gecheckt, alles in Ordnung. Ja gut, aber die er ist uns aufgefahren, ich will da jetzt kein großes Ding draus machen. Ja, alles gut, ich sag ja nur, da können wir ja weiter. Nehmen die Herrschaften. Den Abend noch. Was ist denn deine Mission hier? Das ist ein Problem, die Herrschaften. Aber wenn du vors Auto rennst, also? Dann ja. Ich bin doch nicht vors Auto gerannt. Ich steh doch hier. Ja, warum schieben sie mich weg? Mit der Tür, Digga. Halt Abstand. Weg mit dem Viecher. Mach ab, Junge. Corona. Treib mir auf Fahrt. Ich möchte gerne mitgenommen werden. Ich bin Kadett. Oh Gott, den nehme ich Herr Rieger. Funkdisziplin, ja? Bitte, wenn Sie im Funk reden, dann anständig. Funkspruch bitte wiederholen. Ich hab Sie ganz schlecht verstanden. Ja, Trailer 1020. Würfelpark Richtung SG nach oben. Also noch nie so professionell ja, so geredet. Das ist eine Kopfkarre. Ja? Ja, ja. Guck doch unten, diese kleinen Stäbe, die die haben. Und hier vorne das Blaulicht. Rechts anhalten, aussteigen. Da war aber knapp doch. Halt mal den Range an.
Charlie noch einmal rechts ranfahren. Wir haben derzeit eine 1080 Richtung Würfelpark. Bitte um Unterstützung. Herr Brecher, wir helfen den Kollegen. Um was für ein Fahrzeug handelt es sich? Es handelt sich um einen roten Lamborghini. Derselbe von heute Abend. 10 vor. Ja, wahrscheinlich. Wo müssen wir hin? Richtung Würfelpark hat er gesagt. Hier, irgendwo hier oder so. Wir sind gerade am Würfelpark. Da ist ein roter Wagen am Parkplatz. Das ist aber kein Lambo. Nee. Er da. Wo? Seht ihr nicht, keine Ahnung. Das fahren jetzt auch hinter dem Range Rover her. Ah, da ist er. Nee, wir fahren hinter dem Range Rover jetzt. Das ist ein Range Rover, das ist ihm bewusst, oder? Halten Sie den Wagen an oder werfen das Feuer auf Ihre Reifen. An, okay, los. Aufsteigen. Nur Action hier. Was hab ich denn gemacht? Weil ich keinen Führerschein hab, vielleicht deswegen. Sie haben keinen Führerschein? Nein, leider. Das hat man gemerkt. Okay. Dann ich hab vergessen zu machen. Vergessen einen zu machen? Ja, genau. Okay, ich werde sie mal durchsuchen. Ja, machen sie es. Pistole Kaliber 50. Natürlich. Wir hängen mit kleinen Waffen nicht rum. Wir sind Tschetschenen. Gehört jetzt mir. Das kannst du gerne haben. Wir haben noch 1000 davon. Stück davon. Ja, das ist doch super. Dann nehmen wir uns jeden Tag eine, bis sie keine mehr haben. Ja, machen sie das. Wenn sie das schafft. So, ja, natürlich. Gute Geschehen. So. Ja. Officer, könnte bei mir kommen. Nicht lang schnacken. Reparieren wir den Wagen. Reparieren wir unseren Wagen. Hab ich schon. Okay, perfekt. Dann direkt rein mit dem und zum SG. Was habe ich denn gemacht? Gefährdung des Straßenverkehrs, Besitz illegaler. Deswegen in den Knast rein oder was? Können wir doch ein Bußgeld schreiben oder so. Das ist ihrer, ne? Entschuldigung. Können die mitnehmen? Ja, wir machen das schon, Ja, nicht. Wobei ich gut flüchten kann. Ey, Hilfe, Chapo. Auf jeden Fall beleidigt er, dann ist noch einsteigen. Hast du ihm das Handy weggenommen? Chapo, darf ich ganz kurz, was sagen? Ja. Ist er wirklich böse gemeint? Ja. Warum habt ihr den jetzt festgenommen? Ist nur illegale Waffe dabei, illegale Kurzwaffe dabei, Entschuldigung, und Gefährdung des Straßenverkehrs. Und was kommt jetzt auf ihn zu? Knastbruder, ja, einfach. Was kommt auf ihn zu? Ja, Gefängnis. Nur, ich hab doch Waffenschein. Widerstand. Ah, Mann, ein Stück vor. Kollege, steigst du ein? Ich hab doch nicht auf sie geschossen, ich bin rum. Mann, mach dir keine Sorgen, ich hole unseren Anwalt, Bruder. Ja. Am Start sein, so wird die Polizei die Judikative übernehmen. Haben Sie recht? Positiv. Perfekt. Wie Sie es immer sagen. Sie sind Tschetschene. Alhamdulillah. Das ist toll für Sie. Ich einmal funke, da sehen Sie 50 Tschetschenen, Habibi. Ja, das ist wahr. Weil ich mache nicht, weil ich euch nicht verletzen will. Sie sind gefesselt, Sie können ja gar nicht funken. Ja, kann ich auch nicht. Wird auch nicht gehen. Ja, eben. Aber der Typ. Der Freund von mir, mein Bruder, hat funken schon können, das ist richtig. Der hat doch schon gefunkt. Das ist doch toll. Ich will den aber nicht viel bringen. Ich übernehme das mit den Türen. Herr Kollege, haben Sie ihm das Handy abgenommen? Nee. Nehme ich ihn aber jetzt ab. Vorher ist erstmal nur die Waffe das Wichtigste abgenommen. Aber ich habe die Waffe nicht benutzt. Ja, das ist doch gut auch so. So, ich hol sie mal raus. Die Waffe hätte benutzt, ich die Waffen auch benutzt, teurer geworden. Waren sie nicht am Leben. Ne? Zuschließen, ne? So. Jetzt ein Cola würde schmecken, ja. Kann ich Ihnen gleich geben. Alles gut, ich will doch nicht. Das Handy nehme ich auch einmal. Wer von den beiden Officern möchte die Akte anlegen? Ich will jetzt machen. Dann machen Sie das einmal. Auf Finger 6. Nein, über das Kopnet. Ja. An Kalaschnikow. Ja, richtig. Und dann Kalaschnikow. Hey, tut mir leid, finde ich nicht. Ja, dann mache ich mal ganz kurz. Wann Sie Geburtstag haben? Wann ich Geburtstag habe? Anna müsste mal den Ausweis von ihm nehmen und mir alle Daten durchgeben.
Ja, ich kann das machen. Kein Problem. So, da haben wir 1.5.2002. 1.5.2000 was? 2. 2002. Ja, da ist ein Notruf, 58 Gängzugel Meter Entfernung. Könnte im Hinterhalt sein. Vor der Tür und ein TV an der Tür. Haben Sie alles, Herr Kollege? Ja. Ich gehe einmal vor die Tür, ja. Eintrag, jo. Wo ist die Overwatch? Herr Officer. Ja, bitte. Hilfe. Ja, bitte. Können Sie mich bitte rauslassen? So, Overwatch? Warum? Weil wir einen Autounfall hatten und ich bin so weit aus dem Auto gefallen, dass ich da hinten auf ihrem Schulhof gelandet bin, jetzt nicht mehr rauskommen. Ja, also und meine Freunde warten also da. Sie können einmal kurz mit reinkommen. Wir haben hier gerade eine Verhaftung, danach kümmere ich mich um Sie, okay? Okay, machen wir so. Kommen Sie mit rein. Wie ist sie denn hier reingekommen? Erklärt sie dir gleich. Dann haben wir Leckum übrigens. Tachchen. Waalaikumsalam. So, könnt ihr mich rauslassen? Ja, machen wir sofort. Wir müssen den Kollegen hier einmal absichern. Wie habt ihr es denn geschafft, einen Unfall zu machen? Direkt hier auf dem Gelände. Einfach nicht nachfragen. Muss ziemlich weit geflogen sein. Ja, sind wir auch. Nicht angeschnallt? Doch. Ich weiß nicht, wo das Problem war. Ich war tatsächlich angeschnallt. Ah ja. Ja. Ärger mit den Vagos heute gehabt? Immer Ärger mit den Vagos. Haben wir gesehen. Aber für uns lief es eigentlich gut. Haben wir auch gesehen. Ja. Ich habe gestern Schutz bei uns gesucht, tatsächlich. Ja, das habe ich mitbekommen. Fand ich witzig, so als Gang. Du musst euch tatsächlich schon wegschicken. Ja. So. Mensch, Kinder. Euer Kollege macht eine insgesamt Haftstrafe von 100 Monaten. Hafteinheiten. 100 Hafteinheiten. 100 Monaten. Und eine Geldstrafe von $82.500. Haben Sie soweit verstanden? Ja, hab ich. Perfekt. Wollen Sie so nicht die Zahlen? Am besten so schnell wie möglich. 02, aktuelle 1020. Okay. Ist noch jemand auf daran kann ich mich gewöhnen. Das glaube ich. Ja. Hat Eskorte. No. Salam alaikum. Wie süß seid ihr denn? Da ballert was. Das ist am Ladenraub. Fahr mal hier zum Laden ganz schnell. Mach Licht aus. Die sollen nicht wissen, dass wir kommen. Wir halten nicht direkt vor denen an, wir fahren weiter. Erstmal abchecken. Langsamer, ne, das ist nicht vom Laden. Ne, das ist weiter hinten. Neben dem Laden. Vor uns direkt. Geradeaus durch. Hier anhalten? Ja. Verstärkung rufen? Benötigen dringend Verstärkung gegenüber vom SG. Ein Plastik. Bei dem Plastiksammler. Hier haben wir Automatikfeuerwaffen und AKs. Ja, ja, ich bin da drüber. Ist das irgendwie den Ort, wo man ballern kann? Oder ist das gerade ein richtiger Gangbang? Nee, Fraction War. Okay, also das ist ein angemeldeter Fraktionskrieg. Du darfst hier ballern auf jeden Fall, das ist ein Ding. Das ist wie so ein Deathmatch-Point. Also ein Event? Ja, ja. Was in der nächsten Folge passiert? Ich schieße zurück. Alter, nur ein Charlie, komm bitte.